Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin gerade wach geworden. Wir haben ungelogen 6.50 Uhr oder so. Ihr habt es am Titel erkannt. Jetzt geht es zum Apple Store nach Düsseldorf. Das neue iPhone kommt raus. Der Apple Store macht um 8 Uhr auf. Wir versuchen so gegen 7.30 Uhr da zu sein. Dann wird das neue iPhone gekauft. Nehmen wir euch ein bisschen mit. Machen einen kleinen Vlog. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sehe gerade tot aus. Ich habe auf jeden Fall gut geschlafen. Todesrot hier alles. So, wir sind draußen. Wir haben, glaube ich, 7.15 Uhr oder so. Man sieht, glaube ich, nichts, weil es dunkel ist. Aber wir fahren jetzt nach Düsseldorf. Ja, ihr könnt es erkennen. Wetter mega heftig, bockt richtig, gleich da im Regen zu stehen. Wir fahren hier gerade durch den größten Regensturm. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so rüberkommt, aber... Ja, bockt jetzt gerade nicht so krass. Übrigens, ich muss sagen, ich mache das hier gerade alles nur für euch, also für den Vlog. Also ich würde jetzt bei dem Wetter, vor allem weil ich es jetzt nicht so nötig habe, das iPhone direkt am ersten Tag zu haben, würde ich jetzt never hier hinfahren. Das war letztes Jahr auch gemacht, aber letztes Jahr war wenigstens gutes Wetter und es war hell. Jetzt ist es dunkel, es regnet, also bockt gar nicht, aber ich mache es gerne wirklich. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir in Düsseldorf sind. Wir fahren jetzt noch so 5 bis 10 Minuten und dann sehen wir uns in Düsseldorf. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt Leute da sind, ob irgendwer anders außer wir noch Bock hat, da im Regen sich hinzustellen. Falls ihr mich hören könnt, wir sind auf der Kö. Das Wetter, es hat aufgehört zu regnen zum Glück, aber ich habe natürlich einen nagelneuen frischen Regenschirm am Start. Warte, ich habe noch einen zweiten, glaube ich. Hier ist noch ein zweiter. Was soll ich sagen, geht's zum Apple Store. Die Kö ist dementsprechend mega leer. Wir haben 7.50 Uhr oder so. Und jetzt treffen wir uns mit Gianni, dann geht's zum Apple Store, deswegen würde ich sagen, let's go. So Freunde, wie ihr kennt, sind wir jetzt am Apple Store, da ist der Apple Store. Es sind nur ganz, ganz wenige Menschen da zum Glück, das heißt, wir müssen nicht lange anstehen, können gleich easy reinsteppen. Er macht, glaube ich, schon so 5 Minuten auf oder so. Und jetzt würde ich sagen, stellen wir uns kurz an, holen das Handy und dann können wir gleich wieder pennen gehen. Das Ding ist, wir durften erst gar nicht rein, weil wir keinen Termin hatten, wollten dann erst wieder gehen, also wollten wir nach Hause gehen. Jetzt sind wir irgendwie doch reingekommen, weil wir noch spontan doch einen Termin machen konnten. Zum Glück können jetzt das iPhone somit kaufen. Dann gibt es natürlich gleich auch ein Unboxing, habe ich mega Bock drauf. So ein nice Teil. Oh shit. Darauf habe ich richtig Bock, Alter. Also dein 12 Pro in Graphit, 128 GB. Ja. Ja, und der USB-C-Power-Adapter. Ah, ja. So, iPhone ist gekauft. Ciao! Und Wir haben uns jetzt beide das iPhone gekauft. Gehen jetzt zu Café Bur. Oh mein Gott. Ein bisschen frühstücken. Erstmal auf den Stress klarkommen. Da wären wir jetzt 8 Uhr. Ist sehr, sehr früh gewesen. Wie gesagt, iPhone habe ich gekauft, ich habe die Hülle gekauft, ich habe den Adapter gekauft, weil der ist ja jetzt auch einzeln. Grüße gehen raus von Apple. Aber ich würde sagen, ich mache so ein kleines Unboxing und so weiter, alles zu Hause, dann können wir das zu Hause in Ruhe sehen. Jetzt geht's frühstücken und ich bin immer noch todesmüde. Ich glaube, der Junge ist auch noch mies im Arsch. Und dann sehen wir uns gleich bei Café Bur, wo wir hoffentlich anstehen müssen. iPhone ist sichergestellt und jetzt geht's zu Café Bur. Bisschen frühstücken. Let's go. Ja, ich wollte eigentlich das Essen filmen. Leider war der Hunger dann doch zu groß und wir sind fertig. War auf jeden Fall sehr gut. Schaut's gehen raus ins Café Bur. Ehrenlos. Um 9 Uhr morgens. Um 9 Uhr morgens. Angekommen auf der Kö. Na, hier die schöne Apple-Tüten. Danke. Korrekt. Wir sind auf jeden Fall wieder auf der Kö jetzt. Jetzt geht's nach. Digga! Jetzt geht's auf jeden Fall nach Hause, damit im Garten. Jetzt geht's auf jeden Fall nach Hause, damit alles in Ruhe ausgepackt. Dann machen wir nochmal ein kleines Review. Ich pack's alles ein bisschen aus, könnt ihr alles in diesem Video sehen. Jetzt geht's nach Hause, wir haben jetzt erst 10 Uhr, das heißt alles noch entspannt. Und ja, das ist eigentlich auch von Düsseldorf. Jetzt geht's nach Hause, dann sehen wir uns bei mir zu Hause. So, wir sind zu Hause. Wir haben unsere Apple-Tüte am Start. Das heißt, das Ganze wird jetzt natürlich auch ausgepackt. Aber bevor wir das auspacken, wollte ich noch ganz kurz ein paar Dinge loswerden, die mir am Herzen liegen, sage ich mal. Und zwar erstens, bitte nicht denken, ich kaufe mir jetzt einfach so auf Sponti ein neues Handy für 1.000 Euro.
So ist es nicht. Also ich bin kein Chai, ich kann mich einfach mal so ein neues Handy kaufen. Ich habe natürlich mein altes iPhone 11 Pro verkauft für knapp 800 Euro. Heißt, ich habe 300 Euro draufgelegt, habe dann das neue Handy gekauft. Und zweitens hätten wir das Handy eigentlich erst gar nicht bekommen, denn wir sind hingelaufen. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir so früh gefahren sind. Ja, ich weiß, es ist eigentlich todeslost, aber wir wollten halt eben das iPhone möglichst früh haben, wollten ein cooles Video drehen. Und wir dachten halt, da wäre eine Schlange, weil letztes Jahr war ich ja auch da. Und letztes Jahr war da eine lange Schlange, wo man anstehen muss. Deswegen sind wir halt früh gefahren, dass wir halt weit vorne in der Schlange sind. Dieses Jahr war es aber so, dass nur Leute, die das Handy im Internet vorbestellt haben, auch dort eins kaufen konnten und das halt abholen konnten. Aufgrund von Corona, weil die halt nicht wollten, dass sich so eine lange Schlange bildet. Ist auch verständlich, haben wir nicht dran gedacht. Und deswegen hätten wir erst kein Handy bekommen. Da kam der Mitarbeiter zu uns und hat gesagt, yo, sorry, ich habe keine Reservierung, ihr könnt keins kaufen. Waren wir erst alle richtig sad, wollten nach Hause fahren. Ich dachte schon so, ey, scheiße, geiler Tag und so, umsonst früh aufgestanden. Aber dann kam ein anderer netter Mitarbeiter, der uns gesagt hat, yo, Jungs, kommt mit, ich mache euch eine Reservierung, klar. Hat uns dann irgendwie kurz eingetragen ins System. Ja, so konnten wir halt eben easy reinsteppen in den Apple Store, konnten das Handy kaufen und so weiter und haben es halt dann doch bekommen. Zum Glück. Ja, weil sonst hätten wir es jetzt bestellen müssen. Das wäre dann erst irgendwie Anfang November und so angekommen. Wäre halt ein bisschen kacke gewesen. Auf jeden Fall würde ich sagen, genug gelabert. Jetzt packen wir das schöne Ding mal aus. Ich habe es noch nicht ausgepackt, ich habe es noch nicht gesehen. Das ist alles noch brandneu verpackt. Sagen, wir fangen an mit diesem Adapter. Ja, der Adapter ist diesmal extra dabei, was ich aber gar nicht so schlimm finde, denn das Handy ist 30 Euro billiger als das iPhone 11 Pro war. Und ja, wenn du den Adapter halt dann einzeln kaufst, bist du bei demselben Preis. Das heißt, du zahlst im Endeffekt nicht mehr, als du auch fürs iPhone 11 Pro gezahlt hast. Apple meinte irgendwie, damit die Verpackungen kleiner sind und mehr iPhones in den LKW passen. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall hätten wir hier einmal ja, den Adapter. Muss ich nicht viel zu sagen, ist halt ein ganz normaler Fast-Charging-Adapter beim iPhone, der auch beim iPhone 11 Pro dabei war. Dann habe ich mir auch zugleich eine Hülle gekauft, und zwar nämlich einmal diese MagSafe-Case, beziehungsweise die ganz normale Apple-Hülle, wo jetzt überall dieses MagSafe integriert ist. Ja, wer MagSafe nicht kennt, ich bin jetzt kein Felix Bar, aber googelt einfach und schaut euch das mal an. Ist eine neue Funktion, ist jetzt aber auch nicht so unfassbar krass. Auf jeden Fall hätten wir hier einmal diese Hülle, die so rauskommt, diese ganz normale, schlichte Apple-Hülle. Da ist halt auch eine ganz normale Apple-Hülle, muss ich auch nicht viel zu sagen, ist eine stinknormale Apple-Hülle. Ich finde aber dadurch, dass das iPhone 12 Pro mehr eckiger ist, kommt noch die Hülle viel nicer, weil die Hülle ist jetzt wieder so ein bisschen eckiger. Finde ich, kommt sehr nice, und das wäre die Hülle. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zum interessanten Teil, und zwar nämlich dem wunderschönen iPhone 12 Pro. Ich würde sagen, wir öffnen einmal die Folie. Ihr kennt es alle, der schönste Moment, wenn man irgendwas auspackt, ist einfach diese Folie zu öffnen. Und hier hätten wir einmal das wunderschöne iPhone 12 Pro. Folie ist ab, wir machen das Ding nochmal auf. Und dann kommt uns auch hier das Handy entgegen. Ich hoffe, es fällt jetzt nicht irgendwie runter. Dann kann man das hier an der Lasche so rausziehen. Und ja, hier hätten wir dann noch einmal das Kabel. Wie gesagt, der Adapter ist nicht dabei. Dann noch die Bedienungsanleitung und so. Braucht aber eigentlich niemand. Und das Wichtige ist nämlich einmal hier das Handy. Auch die Folie ziehen wir einmal vorne ab. Und ja, das wäre das iPhone 12 Pro. Ich kann mal ganz kurz mein 11 Pro holen, weil dann könnte ich es nämlich ein bisschen vergleichen. Und zwar hätten wir nämlich einmal mein iPhone 11 Pro. Und hier hätten wir einmal das 12 Pro. Ihr könnt erkennen, ist halt ein bisschen eckiger, ist ein bisschen größer. Auch die Ränder sind ein bisschen anders. Finde ich auf jeden Fall, das sieht vom Design her viel schöner aus. Das Abgerundete gefällt mir halt, wie gesagt, nicht so gut. Auf jeden Fall wären das, ja, beide Handys sehr, sehr nice. Ja, und ich glaube, viel mehr muss ich gar nicht sagen. Hier wäre das Handy. Hier wäre einmal die Hülle. So sieht das Ganze aus, wenn man das dann halt zusammenträgt. Finde ich sehr, sehr clean. Und das wäre mein Einkauf. Und das wäre es eigentlich auch mit diesem kleinen Düsseldorf Shopping Vlog gewesen. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es so war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das iPhone findet oder wie lost ich bin, dass ich mir das iPhone gekauft habe. Schreibt es mir voll gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, wir sehen uns. Ciao.